Diese Fäden haben eine wirklich erschreckende Macht über uns Menschen und bestimmen, wie lange wir leben. Und hier liegen sie einfach auf einer selbstgezimmerten Bar herum. Das Jenseits ist seltsam. Keiner von ihnen sieht gerissen aus. Tristans Lebensfaden muss woanders sein. Aha! Die Leute hier unten haben schon einen merkwürdigen Geschmack, wenn es um die Deko geht. Es ist die Getränkekarte. Sie heißt, die Favoriten eurer Gastgeberin. Das müssen die Lieblingsgetränke der Mäuren sein. Jede von ihnen hat hier etwas geschrieben. Aber es steht nicht da, wessen Favoriten es sind. Mal sehen. Der erste Drink auf der Karte heißt Knoblirinja. Bestehend aus Zuckerschnaps, einer Limette und... drei ganzen Knoblauchzehen. Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler und kaum lesbar. Dann steht hier Efeu-Punsch. Mit einer Bemerkung. Auch für meinen Fisch Schrödinger. Und zuletzt Rootbier. Ohne Efeu. Verschlossen. Es ist keine Prim-Klappe. Erinnere dich an unsere Abmachung, Liebes. Du besorgst mir eine Verabredung mit Echo und ich guck weg, während du dir den Schlüssel schnappst. Es ist ein Poster, das zeigt, wie man das Feng Shui eines Raumes verbessert. Außerdem ist es voller Schreibfehler. Aber wer bin ich schon, das zu verurteilen? Keine Panik. Ich werde mich nicht an der Spindel stechen und 100 Jahre schlafen. Musste den ganzen Morgen saugen. Bin immer noch am Niesen. Ich finde deinen Fisch ziemlich verwirrend. Der übt bestimmt nur Rückenschwimmen, oder? Drei äußerst seltsame Wecker. Einer hat Scherenblätter statt Zeiger. Der nächste sieht aus wie ein Spinnrad und der letzte... Soll das ein Maßband sein? Ich nehme gleich alle Wecker mit. Wenn schon, denn schon. In der Schublade liegen Allergiesprays, die mit Knoblauchzehen bedruckt sind. Drei verschiedene Kissen und Decken. Äußerst seltsam. Ich nehme an, unzählige Lebensfäden wurden damit durchtrennt. Ein gerahmtes Bild des verbotenen Waldes. Hey, da steht eine Widmung des Künstlers auf dem Rahmen. Alles Gute zum Geburtstag, Atropos. Deine Bella. Das ist nur ein leerer Bilderrahmen, der um ein Loch in der Wand aufgehängt wurde. Wenn man durchguckt, sieht man den Garten der Mäuren. Kloto, wann wirst du das Loch in der Wand reparieren? Es zeigt den Hafen. Halte dein haariges Viech fern von meiner Seite des Beets. Mal sehen, was drin ist. Verschlossen.
Mom hat mal unser... Hi, Echo! Hi, Prim. Hey, ein Schachbrett. Ein Schachbrett? Mon Dieu, das ist das offizielle Zwerg-Ärgere-Dich-Nicht-Spielfeld. Die Deluxe-Version inklusive modernster PvP-Online-Zwerging-Technologie. Was ist Zwerg-Ärgere-Dich-Nicht? Ist das dein Ernst? Es ist die beliebteste Freizeitaktivität hier unten. Vergiss diesen Sargball-Mumpitz. ZRDN ist wesentlich komplexer, anspruchsvoller und hat eine super tiefgründige Lore. Macht es auch Spaß? Wenn das wichtig für dich ist, dann ja. Ich denke, es macht auch Spaß. Wie sind die Spielregeln? Oh, es würde eine Ewigkeit dauern, dir das fortgeschrittene Regelwerk von Zwerg ärgere dich nicht im Detail zu erklären. Ich werde mich lieber nur auf die Erläuterung des Basisspiels konzentrieren. Ein Spieler ist der Jäger, während sein Gegner der Gejagte ist. Der Gejagte muss das Zielfeld erreichen, bevor er vom Jäger gefangen wird. Dabei darf er sich in jeder Runde nur ein Feld in eine beliebige Richtung fortbewegen. Der Jäger hingegen darf zwei Felder pro Runde weiterrücken. Jedoch nur vertikal oder horizontal. Der Jäger muss den Gejagten fangen, bevor dieser das Zielfeld erreicht. Und wann kommen die... Die Zwerge? Ausgezeichnete Frage. Hier wird es interessant. Ohne Zwerge ist es dem Gejagten praktisch unmöglich zu gewinnen. Sogar mit einem Zwerg wird es knifflig. Also können bis zu zwei Zwerge auf dem Feld positioniert werden, die dem Jäger den Weg abschneiden können. Außerdem muss der Gejagte je einen Zwerg pro Runde bewegen, ebenfalls um ein Feld. Verstanden? Ich denke schon. Du hast Lachesis beim Spielen getroffen? Ja, meine liebste Lachilove 3 ist eine leidenschaftliche ZRDN-Spielerin. Sie hat eine größere Version des Spielbretts bei sich im Garten da drüben. Und via Online-Zwerging können wir zusammenspielen, ohne am selben Ort sein zu müssen. Und eine Chat-Funktion gibt es auch. Du meinst, ihr schreit euch über den Gartenzaun an? Ja. Sehr romantisch. Wie funktioniert dieses Online-Zwerging? Dank deiner Tante Keres, die die Technologie entwickelt hat, ist mein kleines ZRDN-Brett mit dem großen Spielfeld im Garten von Larry verbunden. So können wir zusammen spielen, ohne am selben Ort sein zu müssen. Aber sie ist doch gleich da drüben im Garten. Richtig. Ist das nicht beeindruckend? Total. Und wie läuft das Zusammenspielen ab? Stell dir vor, ich stelle hier einen Zwerg auf meinem Spielbrett ab. Dann erscheint eine größere Version dieses Zwergs auch auf Lachis Spielfeld. Okay, das ist wirklich cool. Ach, ich glaube, es reicht jetzt mal mit Zwergengeschwätz. Wer ist dein Lieblingssänger? Oh, das ist leicht. Es ist natürlich der oft kopierte, selten erreichte Joe Stygian, der Mann mit der schönsten und lautesten Stimme, die jemals auf Band verewigt wurde. Cool. Ich glaube, ich habe seinen Namen schon mal irgendwo gelesen. Vielleicht kannst du dich ja von ihm inspirieren lassen. Musikalisch? Definitiv. Aber was sein Privatleben angeht... In seinen späten 20ern schuldete er Clotho, Lachis Schwester, eine Menge Geld. Also ging er zu ihr, um zu verhandeln. Aber er wurde niemals wieder gesehen. Okay, das ist gruselig. Der Club 27. Es passiert den Besten von uns. Wegen unseres Songs. Ja? Lass ihn uns den Mäuren vorsingen und ein paar Herzen gewinnen. Konntest du schon etwas über ihre Haustiere herausfinden? Ich glaube schon. Was ist mit ihren Lieblingsorten? Da weiß ich was. Ihren Lieblingsgetränken? Da habe ich in der Tat was aufgeschnappt. Und ihren Allergien? Ja. Das ist ja super. Du bist eine richtige Detektivin, Prim. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
schätze ich. Kloto! Wenn Monotonie dich verdrießt. Dein Garten dir den Tag versüßt. Bemerkenswerterweise korrekt. Ich weiß, du hast ne Allergie. Siehst du nen Efeustrauch, dann flieh. Überraschenderweise richtig. Atropos! Du findest Glück, Erfüllung, Spaß. Im Efeu-Punsch am Grund vom Glas. Das stimmt. Was gibt dir Ausschlag, rote Flecken? Dir Knoblauch in den Mund zu stecken? In der Tat. Du musst auch für Lachesis singen, Sirene. Nicht viel schnürt dir die Kehle zu. Ne Mieze Katze tut's im Nu. Das war richtig. Ist dir nach Stille keinem Wort? Der Hafen ist dein Rückzugsort. Nicht schlecht. Häschen, du hast es geschafft. Kloto und Atropos haben zugestimmt. Wir können jetzt unser Date planen. Wirklich? Das ist ja großartig. Ich hole dich dann ab, ja? Und natürlich werde ich dich an deinen Lieblingsort ausführen. Den Wald. Den Hafen. Ich meine natürlich den Hafen. Oh, ich kann es kaum erwarten, Liebster. Das hast du toll gemacht mit Echos Lied. War es so offensichtlich? Für meine Schwester nicht, wie es scheint. Sag mal, musst du immer noch ins Labor deiner Tante? Ja, muss ich. Dann, solltest du es erneut versuchen, werde ich vielleicht zu beschäftigt mit den Vorbereitungen für meine Verabredung sein, als dass ich etwas bemerken würde. Danke, Lachi. Lachi, kann ich den Schlüssel zum Labor meiner Tante jetzt haben? Wie versprochen, Liebes. Fühl dich frei wie ein Blatt im Wind. Das muss die Tür sein, die in Kerris Labor führt. Ich könnte jetzt in Kerris Labor gehen. Aber sie hat gesagt, wir sollen damit warten, bis ich alle drei Zutaten für die Orpheus-Methode zusammen habe. Scheint der falsche Schlüssel zu sein. Na, wenn das nicht mein liebster heimtückischer Verführer ist. Prim, du hast es geschafft.
Kloto und Atropos haben endlich zugestimmt, dass Lachilov 3 und ich uns verabreden können. Das war alles der Zauber deiner Musik, Echo. Ich habe nur recherchiert. Danke trotzdem. Merci beaucoup. Was kann ich für dich tun? Tschüss, Echo. Au revoir, Mademoiselle Reaper. Mist. Der Wald ist viel zu groß. Ich kann den Weg zum Hafen einfach nicht finden. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Der verbotene Wald. Laut Kerris lebt der Phönix hier. Und ich brauche eine seiner Federn. Mir egal, ob sie dich für eine Göttin halten, Persephone. Ich weiß, was du bist. Du bist nichts weiter als eine zweitklassige Kräuterhexe. Hältst du es für angebracht, so mit deiner Königin zu sprechen? Ha! Du wirst nie meine Königin sein. Nur eine Fremde im teuren Fummel, die denkt, sie kann hier schalten und walten, wie es ihr passt. Es sind Leute wie du, Hank, die dafür sorgen, dass euer Reich so einen miesen Ruf hat. Hör nicht auf sie, Hank. Ich eiche nicht von deiner Seite. Ich weiß, Sebastian. Und du bist der beste Freund, den man sich nur wünschen könnte. Hey, ich hoffe, das ist nicht so persönlich, aber worüber streitet ihr zwei? Ist das nicht klar wie die Nacht? Diese Irre ist drauf und dran, unseren geliebten Wald zu ruinieren. Sie ist die Verkörperung von allem, was mit dem Reich der Toten nicht stimmt. Ich ruiniere hier gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ich will, dass dieser Ort erblüht. Dass er lebt. Wir wollen hier aber verdammt nochmal kein Leben. Diese Zweige brauchen keine Blätter. Haben sie nie. Werden sie nie. Ich mag meine Wurzeln modrig und meine Erde knochentrocken. Sebastian, sag du doch mal was. Wie recht du doch hast, Hank. Volle Tanne. Nicht das schon wieder. Er tut so, als wüsste er, was der Baum will. Weil ich es weiß. Ich bin übrigens Hank, der Bewahrer dieses Waldes. Beachte ihn gar nicht, Prim. Moment mal. Woher weißt du, wie ich heiße? Weißt du, Tochter des Todes, dein Duft verrät dich. Ich rieche Löwenzahn? Sogar einen Hauch von Tulpe. Leuten von hier haften solche Düfte ganz bestimmt nicht an. Außerdem hat mir dein Vater von dir erzählt. Also, herzlich willkommen im Reich der Toten. Wer bist du? Oh, ich habe ja vollkommen vergessen, mich vorzustellen. Entschuldigt. Dieser Ort scheint mir meine guten Manieren regelrecht auszutreiben. Ich bin Persephone, die Göttin des Frühlings. Und seit neuestem auch Königin der Unterwelt. Nicht schlecht. Ich bin nur die Göttin der in der Wäsche verlorenen Socken. Na, sieh mal einer an. Endlich treffe ich hier unten mal jemanden mit Humor. Was für ein interessanter Hund. Kann ich ihn streicheln? Ja. Nein! Natürlich kann sie. Wer ist ein braver Junge? Du bist ein braver Junge. Werden deine anderen Köpfe jetzt eifersüchtig? Für Reich der Toten-Verhältnisse wirken diese Pflanzen ungewöhnlich... Lebendig? Ja, genau. Das sind sie auch. Selbst für mich war es nicht leicht, aber am Ende habe ich sie doch zum Blühen gebracht. Ich frage mich, was die hier machen, außer, naja, rumhängen. Ich frage mich, was... Komme nicht dran. Sebastian, Hanks imaginärer Baumfreund. Selber imaginär. Gar nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl. Prim, lass dich nicht darauf ein. Mom hat immer gesagt, der Klügere gibt nach. Gar nicht. Wohl. Oh.
Die Strömung ist so stark, so kann ich ihn unmöglich überqueren. Irgendeine Idee, wie ich diesen Fluss überqueren kann? Gar nicht, wenn du mich fragst. Glaub mir, viele haben es versucht und sind gescheitert. Aber es muss irgendwie gehen. Vielleicht kann der Fluss ja gestaut werden. Aber das würde nur an einer Stelle gehen, an der die Strömung nicht so stark ist. Am Hafen zum Beispiel. Der Hafen? Weißt du denn, wie ich da hinkomme? Natürlich weiß ich das. Es gab eine Zeit, da war ich, du weißt schon, mobiler. Es gibt eine geheime Abkürzung durch den Wald, die direkt zum Hafen führt. Und wirst du sie mir verraten? Natürlich nicht! Es ist eine geheime Abkürzung. Weißt du, ich habe da so ein Spinnending dabei, das mir die Geheimnisse von Leuten zeigen kann. Wenn ich will, finde ich es also sowieso raus. Drohst du mir etwa? Ich weiß nicht. Drohe ich dir? Oh. Na schön, Mädchen. Kein Grund, gleich giftig zu werden. Ich verrate dir den Weg. Danke, Hank. Jetzt finde ich den Hafen bestimmt. Da lang muss es zum Phönix gehen. Aber wie überquere ich den Flussarm? Hi, Hank. Hey, Kindchen. Wo bleiben deine Manieren, hä? Willst du Seastian nicht auch begrüßen? Hank, Seastian ist nur ein Baum. Und er kann nicht sprechen. Du machst da nur irgendeinen Trick mit deinem Mund. Nur ein Baum? Ist Tanneville nur ein Baum? Was ist mit Blatterina Witt? Oder Linde de Mol? Mark Forst? Meinetwegen. Hallo, Seastian. Ach, jetzt sagst du nichts mehr? Du hast ihn ganz schön auf die Palme gebracht. Na toll. Ich habe einen Baum verärgert. Ich weiß, Erwachsene tun manchmal seltsame Dinge, also habe ich irgendwie Angst vor der Antwort, aber warum hängst du von diesem Baum mit einem Strick um den Hals? Ich und mein Freund Sebastian hier, wir sind Umweltaktivisten. Oh, also kämpft ihr für das Überleben des Waldes? Überleben des Waldes? Wo denkst du hin, Kind? Wir wollen, dass der Wald genauso tot, welk und verrottet bleibt, wie er schon immer war. Oh, okay. Und du baumelst da, weil... Solange ich an Seastian hier hänge, kann Persephone ihn nicht mit ihrer schwarzen Magie manipulieren. Schwarze Magie? Hank, ich will nur, dass der Wald erblüht. Das ist es, was ein Wald tun sollte. Nicht auf dieser Seite des Schleiers, Schätzchen. Und wie lange hängst du da schon, Hank? Ich meine, hängst du da schon, Hank? Anscheinend noch nicht lang genug. Denn diese selbsternannte Göttin lässt uns noch immer nicht in Frieden. Muss ganz schön einsam sein. Pappelapapp. Hank hat doch mich als astreine Gesellschaft. Oh, Seastian, mit einem Kumpel wie dir zieht einen nichts auf der Welt runter. Wie machst du das, dass Seastian redet? Was? Was meinst du damit? Wie machst du das? Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass du das bist und nicht dieser doch sehr leblose Baum. Ich wollte nur wissen, wie das geht. Seastian, ist das zu glauben? Diese freche Göre ist wie lange im Reich der Toten? 5 Minuten? Und sie glaubt, sie sei die Expertin in interspezifischer Kommunikation? Dass ich nicht lache! Du hast recht, Hank. Nicht zu glauben. Weißt du, Mädchen, Seastian mag vieles sein. Ein nerviger Besserwisser. Ein richtiger Messi. Du solltest mal in seine Mundhöhle gucken. Er bewahrt alles darin auf. Aber er ist ganz bestimmt kein normaler Baum. Komm schon, Hank. Bitte sag mir, wie du reden kannst, ohne deinen Kiefer zu bewegen. Hank hat Linde gesagt, genug von deinen Verhörmethoden. Also guck nicht so blöd aus der Esche und frag etwas anderes. Was tut Cerberus Seastian denn an? Sag du's ihr, Hank. Ich bringe es nicht übers Haar. Weißt du, Prim, dieser Wald ist voll mit Bäumen. Es gibt Tausende. Aber dieses dreiköpfige Ungeheuer ist...
Es markiert immer den armen Seastian. Jedes einzelne Mal. Markiert ihn? Du meinst... Dieser... Strahl! Dieser gnadenlose Strahl! Kraftvoller als jeder Feuerwehrschlauch! Es ist so demütigend! Und das Biest und sein Frauchen lachen sich danach auch noch den Ast! Mir ist klar, dass Seastian nur ein Baum ist, aber jetzt tut er mir doch irgendwie leid. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie sie es macht. Aber ich bin mir sicher, das ist Persephones Werk. Sie muss Seastian irgendwie manipuliert haben. Und ich werde es beweisen. Hades sei Dank, scheint Cerberus heute nicht zu müssen. Mach's gut, Hank. Lass dich nicht hängen. Wow, den habe ich ja noch nie gehört. Mal sehen, wie es um Seastians Mundhygiene steht. Oh, und Mom hat immer gesagt, mein Zimmer wäre ein Saustall. In dem Chaos war es nicht leicht, aber ich habe hier ein Buch gefunden. Nimm den alten Wälzer ruhig mit. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe da außerdem ein Seil gesehen. Kann ich das auch einstecken? Ein Seil? Ach, das muss Seastians Zahnseide sein. Seine was? Ich weiß. Dentalhygiene wird überbewertet, nicht wahr? Kann ich denn jetzt das Seil einpacken oder nicht? Da es Seastian gehört, musst du deine neugierigen kleinen Fingerchen davon lassen. Es sei denn, er erlaubt es. Oh. So lässt Hank seinen Baumfreund also sprechen. Er ist ein Bauchredner. Mal sehen, ob das klappt. Weißt du was, Hank? Ich muss zugeben, ich brauche das Seil gar nicht mehr. Dieses ungewöhnlich sympathische Mädchen kann es haben. Sicher, Seastian? Na, wenn du meinst, nun nimm es schon, Mädchen. Hab es. Mal sehen, was da noch drin ist. Eine Sargballkarte. Sonst ist da nichts Interessantes mehr. Nein. Ich habe Hanks Geheimnis schon herausgefunden. Er bringt Seastian durch Bauchrednern zum Sprechen. Ich habe ein Buch darüber im Mund des Baumes entdeckt. Mein Äuglein sagt nein. Nein. Es gibt hier keine Verwendung für ein Spinnenauge. Nein. Mein Äuglein sagt nein. Mein Äuglein... Hier scheint es nichts zu enthüllen zu geben. Hank hatte recht. Persephone hat den Baum manipuliert, indem sie... eine Katze hat dran pinkeln lassen. Der arme Hund markiert nur sein Revier. Mach's gut, Herr... Wow! Hey, da bin ich wieder. Das kann ich sehen, Prim. Wie kann ich dir helfen? Warte mal. Du bist Hades Frau, oder? Ja. Also bist du auch nicht von hier. Zeus bewahre, nein. Und glaub mir, als ich von meinem Mann hierher gebracht wurde... Du meinst, nachdem er dich entführt hat? Ach, nenn es, wie du willst. Der Kulturschock war gigantisch. Du glaubst nicht, wie genau ich weiß, was du meinst. Aber mit der Zeit wurde es besser. Dieser Ort wurde mein Zuhause. Nicht zuletzt wegen meines liebenden Gemahls. Klassischer Fall von Stockholm-Syndrom, wenn du mich fragst. Ruhe, du verbitterte Piñata. Okay, nochmal für die Langsamen unter uns. Du streitest mit Hank, weil... Das ist eine lange Geschichte.
Als ich hier ankam, dachte mein Gemahl, es wäre eine gute Idee, wenn ich mich hier häuslich einrichten würde. Ich schlenderte also umher und wurde, wer hätte es gedacht, von diesem Wald hier magisch angezogen. Und ich dachte, was für ein verschwendetes Potenzial. Stell dir diesen Ort doch nur mal in voller Blüte vor. Wie wundervoll wäre das. Warum sollten Leben und Tod sich auch gegenseitig ausschließen? Wieso lässt man sie sich nicht vermischen? Also wollte ich direkt loslegen und ich fand heraus, dass dieser seltsam aussehende Baum da drüben der Schlüssel dazu ist. Seine Wurzeln sind im ganzen Wald verteilt. Und dann tauchte dieser Knochensack auf. Meine Kumpels und ich, wir sind Aktivisten. Und wir schlagen hier Wurzeln, bis diese Frau uns in Ruhe lässt. Ich kann erst anfangen, den Wald zu verwandeln, wenn Hank sich von dem Baum losbindet. Klingt nach einem ganz schönen Dilemma. Was denkst du darüber, Prim? Was sollte mit dem Wald passieren? Ein bisschen mehr Grün hier und da wird schon niemanden umbringen. Ganz meine Rede. Und warum nicht gleich einen Schritt weitergehen als das? Ich denke da an florale Fontänen, eine Supernova aus Sporen, bis alles in berauschendem Blattwerk versinkt. Siehst du? Gib ihr einen kleinen knochigen Finger und sie reißt habgierig die ganze Hand an sich. Mir gefallen die Blumen unter deinen Füßen. Dank dir. Als ich heute hier ankam, waren diese Tausendschöne noch tot. Sie brauchten nur einen kleinen Stups von mir und jetzt geht es ihnen wieder prächtig. Sie sind widerlich. Ein Stups von dir? Ich bin die Göttin des Frühlings. Schon vergessen? Ich kann zwar keine neuen Blumen erschaffen, aber gib mir eine Tote und im Handumdrehen hauche ich ihr wieder Leben ein. Beeindruckend. Ich hatte nie einen grünen Daumen. Mir sind sogar die Plastikpflanzen in meinem Zimmer eingegangen. Wenn man deine Herkunft bedenkt, ist das auch nicht weiter verwunderlich, findest du nicht? Vielleicht. Ich mag deine Halskette. Ist das ein Granatapfel? Ach, das alte Ding. Ja, genau, ein Granatapfel. Ehrlich gesagt habe ich viel wertvolleren Schmuck in meiner Sammlung, aber irgendwie fällt es mir schwer, mich von dieser Kette zu trennen. Einerseits erinnert sie mich an meine ersten Tage hier im Reich der Toten und andererseits ist sie ziemlich praktisch, weil sie dafür sorgt, dass Cerberus mir überall hin folgt. Der alte Junge findet den Geschmack von Granatapfelkernen absolut unwiderstehlich. Ich finde deine Halskette immer noch toll. Genau wie mein Cerberus hier. Er könnte die ganze Nacht lang Granatapfelkerne verputzen. Interessanter Hund? Das ist Cerberus. Ist er nicht herzallerliebst? Er ist eine Ausgeburt der Hölle. Ganz ruhig, Sebastian. Ich werde nicht zulassen, dass dich Cerberus noch einmal anfällt. Ihn anfällt? Wieso das? Ach, nichts weiter. Wie auch immer, ich wünschte, Cerberus würde sich endlich erleichtern. Ich warte hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Nein! Ich weiß genau, was du mit der Katze gemacht hast. Ich habe immer noch keine Ahnung, wovon du redest, junge Dame. Redet Hank mit sich selbst? Ja. Ich glaube, nach ein paar einsamen Jahren an diesem Strick ist bei ihm eine Sicherung rausgeflogen. Ein paar Jahre? Wie lange geht denn euer Streit schon? Zu lange, Prim. Zu lange. Tschüss, Persephone. Mach's gut, Prim. Komm wieder, wann immer du willst. Ich bin froh, noch jemanden zu treffen, der kein Unterweltler ist. Vielleicht hältst du ja auch die Stimmung deines Vaters etwas auf. Das hat er bitter nötig. Er wird mit jeder Seele, die er erntet, mürrischer. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Er war schon immer ein fürchterlicher Griesgram. Aber seit ein paar Jahren ist er wie besessen davon, das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod aufrechtzuerhalten. Jede noch so kleine Störung würde ihn zur Weißglut bringen. Meinst du damit zum Beispiel, wenn die Seele einer Person in ihren Körper zurückgeschickt wird, weil diese Person zuvor durch ein dummes Missgeschick umgebracht wurde? Ich frage für einen Freund. Das war seltsam spezifisch. Aber ja, natürlich.
Hier gibt es keine Verwendung für unerträglich lautes Schreien. Dank Hanks Wegbeschreibung weiß ich jetzt, wie ich zum Hafen komme. Das ist also der Hafen. Laut Karis kann mir der Fährmann helfen, Tristans Seele zu finden, die irgendwo auf dem Fluss sein muss.